Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 auf dem PG-Hof mit dem Darky, dem Schweizer und dem Patti. Hallo. Hallo, Ibims. Hallo. Hola. Warum steht hier? Du stehst auf mir. Wie schmeckt Gummi im Gesicht eigentlich? Ich weiß nicht. Deine Freundin, der was? Aha. Ich kann von unten nicht reingucken. Ich sehe doch die Gummistiefel in der Kauleiste, ne? Also. Ich sehe in seine Gummistiefel rein und in die Beine. Eieiei. Heute ganz wilde Sachen hier. Heute, ja. Es ist schwierig. Solange keiner anfängt zu lenken, ist alles okay. Was haben wir denn heute zu tun? Oh, ich muss weiter meißeln, glaube ich. Aha. Oh, ich war mean. Bin ich froh, dass die Arbeit liegen geblieben ist. Finde ich gut. Oh, da hinten geht's ja weiter. Eieieiei. Auch so tolles Wetter. Ja. Warm, sehr warm. Nächste Woche hatten sie schon wieder fast 30 Grad angesagt. Was? Bei uns nicht. Bei uns gibt's ab Mittwoch wieder Regen bei 10 Grad. Ja. Du bist ja auch im Norden. Bei euch gibt's sehr, sehr ja. häufig Regen, ne? Naja. Und Wind. Ja. ja. Also, wenn es nicht regnet, dann ist es gutes Wetter. Ne? Na gut. Nun auch. So, was kann ich machen? Hast du deiner Mutter heute schon zum Muttertag gratuliert? Natürlich. Okay. Ja, nächste Woche Mittwoch, 27 Grad haben sie angesagt. Hey. Der Wahnsinn, ey. Mhm. Ja, stimmt. Habt ihr euren Müttern gratuliert zum Muttertag? Genau, wir ja, nehmen das. Ich war gerade da. Am Muttertag, auf. Gratuliert man seine Mutter eigentlich nur, oder ist da auch ein kleines Geschenk dabei? Ich hab Kuchen mitgebracht. Ja, ich hab dir gute Schweizer Pralinen geschenkt. Ach so. Die vom Netto? Nee, von Lind. Okay. So, habe einen Traktor gefunden. Was kann ich machen? Einen guten Eindruck, obwohl, das schaffst du auch immer nicht. Willst okay. du gleich auf der 59 spritzen? Natürlich das. Dauert noch einen Moment, aber... Im Spritzen sieht er sich. Bist du da am Besamen? Ich bin am Besamen, das ist richtig, ja? Mit der Besamungsmaschine? Absolut. Du, Baby. Stückchen für Stückchen. Alles okay, Buddy? Alles okay. Sicher? Ja, warum nicht? Naja, bist du tief geatmet. Wer hat mit den Tief? Der Asthma-Patient wieder. Ui, es rutscht. Habe ich ja schon gesagt, dass wir zu wenig Hallen haben? Nein. Wir haben zu wenig Hallen. Okay. Lässt sich jetzt nicht ändern. Das Problem ist, die Originalhallen, was der Modder hier verbaut hat, gibt's nicht, ne? Doch, müssten. Ja? Baumenü sein. Guck mal. Upsi. Wo kriege ich Unkrautvernichtungsmittel her? Beim Ciao. Händler. Also weltweit. Doch, die Originalhallen sind hier mit vorbei. Sind hier mit im Shop drin zum Platzieren. Also könnte man, wenn das Geld locker sitzt, würde eh nie passieren, da nochmal ein bisschen erweitern den Hof. Bestimmt. Haben wir nur eine Tankstelle auf der Karte? Naja, das reicht ja. Aber die ist so weit weg. Wir können uns auch so einen Tank am Hof hinstellen. Kein Geld. Das stimmt. Ich sag, theoretisch hätten wir die Möglichkeit dazu. Na gut. Ich fahr mal tanken. Kostendinger. Gib doch nicht das ganze Geld aus. Mein Gott. Was haben wir eigentlich für Missionen aktuell? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, die Nachbarskinder bringen sich gerade wieder selber um. Das ist nicht so schlimm. Schwund ist überall. Ballenpressmission. Ui, noch mehr Ballenpress. Ui, noch mehr Ballenpressmission. Eieiei. Ernten.
Liefern, okay. Pflügen haben wir auch ein paar. Kartoffeln sehen bringt immer viel Geld, ey. Das will auch keiner machen, gefühlt. Können wir nicht, wir haben keine Kartoffellegemaschine. Oh, haben wir schon wieder Geld für Dünger ausgegeben? Schweizer war's. Mal. So, ab geht's. Schweizer, schämen Sie sich. Nein. Wie nein? Schon ein bisschen frech. Es macht den stolz, Geld auszugeben für unseren Hof. Wenn er jetzt auch noch welches verdienen würde, ne? Das ist ja eine Traumvorstellung. Ja. Oh. Schon mal während der Aufnahme auf die Windows-Taste gekommen? Cool. Schwierig. Ja. Hallo, bleib doch stehen. Mir auch aufgefallen. So. Unseren Tieren geht es soweit gut. Ich glaube, die haben wir erst letzte Woche versorgt, ne? Das müsste noch ein bisschen halten. Wir haben 13.000 Liter Milch. Ui. Milch. Ist ein Saft. Ja. Mhm. Was gibt denn Milch? 1266 Geld. Euro. Man könnte die Milch weiterverarbeiten, wenn man die Produktion dafür kauft. Ja, ja, das ist klar. Haben wir das Geld für die Produktion? Nein. Wenn Schweizer es immer ausgibt, nicht, nee. Die Frage ist, was würde denn sowas kosten? 60 kostet die? Gar nicht so viel. 70.000 die Molkerei, aber da brauchen wir auch Zucker für. Nee, brauchst du nicht. Nein. Du kannst erstmal Butter und Käse herstellen lassen. Hm, wir können das schon als Anreiz nehmen, müsste es ja. Du machst ja bald wieder den Butterwerner auf der. Auf Bergmann. Dieses nicht. Andere Butter, ja? Dieses andere Butter. Also, Jungs, wenn der Kontostand so weitergeht, ne? Dann wird das nichts mit unserer Produktion. Ich bin da. Hallo. Das kann ich nicht mehr fahren. Das stimmt. Was hast du nur mit Flüssigung oder Herbizid? Unkrautbekämpfungsmittel. Haben wir vielleicht 5 oder 22 in der Nähe? Da könntest du uns zwei Missionen noch machen. Erst nicht soll hier Spritzen kommen. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Oder kannst du das schon vorher machen, bevor die Körner im Boden gelandet sind? Das weiß ich nicht. Nein, das geht nicht. Das weiß ich nicht. Nicht. Aber haben wir nicht noch... Oi. Ich habe noch gar kein Vorgewende gemacht. Also, ne? Wir haben kein Sonnenblumen-Antigel für den Dreschloge. Nein. Warte. Warum? Aber er wollte Sonnenblumen ernten. Da ist ein Sim. Geht doch nicht mehr. Die ist doch schon. Ist er noch übergeblieben vom Winter. Da ist noch eins im Angebot, aber das ist zu teuer. Ich habe die mal angenommen, da ist er auch gleich verschwunden, die Erntemission für Sonnenblumen. Achso, okay. Preist. Von wem? Vom Spiel. Schweizer machen Tag noch nicht kaputt. Bitte, kann's ab. Wir sind Fan. Diese Strapazen ist der Traktor von ihm gewöhnt. Mhm. Was? Nicht so aus Erfahrung, Party? Nein! Denn jetzt hier? Auf der Oldstream Farm. Achso. Also, du müsst noch einen Meter vorfahren, sonst blockierst du den ganzen Verkehr. Logisch. Das gibt wieder einen Anruf vom Bürgermeister. Ja, das soll ich nur anrufen. Achso. Aber ich schaue gerade bei den Tierchen, ob die gelöchlich sind. Glaube schon. Meine?
deutsches Edelschwein. Deutsches Edelschwein? Oh, oh, Post, Schweine. Produktivität 25%. Ja, wir haben da nicht alles reingeworfen, ne? Da habe ich bloß Zuckerrüben reingeklatscht. Und Zuckerrüben-Hirse. Da wollten wir drüber reden, ob wir noch Körnermais machen, ne? Deswegen legst du den doch nicht. Bei Silage, denke ich mal, für die Kühe, die das holen wir über die Mission oder über das eigene Grasfeld. Wir können auch mal das richtig so einfahren, ne? Also nicht immer nur Ballen machen. Das war der Plan, deswegen. Ja, Pläne haben wir schon viele gehabt, aber die Sämaschine ist nicht an. Ich habe kein Servo mehr. Ich muss wieder los, Schweizer. Ja. Irgendjemand am Hof, der mir sagen kann, ob Saatgut noch da ist? Müsste eigentlich noch welches da sein, aber du wirst wahrscheinlich gleich wieder das Problem haben. Wenn du mir jetzt mal noch hier 2 Minütchen gibst, bin ich mit meiner Mission dann auch fertig, dann hast du Saatgut. Da stand ein interessanter Kommentar im Kommentarbereich, ja. es gibt wohl einen Adapter für den Teleskoplader mit der 3-Punkt-Aufnahme. Dann könnte man die Sämaschine an den Teleskoplader vorne dran kuppeln, weißt du, und dann auffüllen. Aha. Möchtest du schon mit dem Teleladen, mit dem Dünger schon vorne dran düngen gehen? Das wäre die Schweizer Methode? Ach was. Nee. Nee, stimmt, du musst ja mindestens 100 Meter haben. Das war nur wegen dir. Ach so. Ja, den Server bleibt dich selbst vor. Mhm. Hier schon vorhin. Server noch nichts gemacht. Immer das gleiche, weißt du? Ja. Ist die Produktion, wenn man sie auf der Map kauft, günstiger? Nee, ne? Nee. Die wäre aber gegenüber von unserer Wiese gleich. Oh, fertig. Stimmt, die ist oben. Bei der 13, ne? Hab Geld verdient. Hat die sehr gut. Es kommt zum Hof, damit du Big Bags hast für Saatgut. Das ist super nett. Und bis dann am Feld noch. Ne, ich bin auf dem Weg zurück. Ungefähr die halbe Strecke habe ich. Ja, dann komme ich auch zurück, dann kriegst du Saatgut. Weil über Silo kriegst du ja nichts. Warum war das halt nicht so? Weiß ich nicht, warum die Sämaschine das nicht so möchte. Da fährt ein Party. Hallo, Doki. Hallo. Nicht USK Hakte fahren. Nö, nö. Hack. Ich fahr ja außenrum. Gut. Die Frage ist, ob wir jetzt vom... Ob wir jetzt dann wirklich in eine Molkerei investieren wollen oder die Molkerei kaufen wollen oder ob wir zuerst mehr Kühe kaufen wollen. Wie viele Kühe haben wir jetzt? Nicht viele. Wir haben jetzt im Stall stehen 12. Bei 12 Kühe, schon 13.000 Liter Milch ist schon... Naja, wir haben halt schon 2-3 Mal gespult, ne? Ja, da war was. Hallo Werner. Hier bin ich. Hallo Patti. Aber ja, ich sag mal gut. So, bis wir die 70.000 zusammen haben, um die Molkerei zu kaufen, ist dann noch mehr Milch gekommen. Und dann könnte man die Milch schon weiterverarbeiten in der Molkerei und von dem Ertrag dann mehr Kühe kaufen. Hat das jetzt gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Da hast du recht, Doc. Danke. Bitte. Das heißt, du bist der Meinung, zuerst Molkerei und dann Kühe? Ja, würde ich sagen. Würde ich ja nicht.
Gut, ob wir das so schaffen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten, übernächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne beim... Wann haben wir die nächste Folge? Mittwoch, glaube ich. Ne? Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Old Stream Farm. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.